Python, was ich auch gespielt habe, wo ich erst dachte, das ist bestimmt besser, weil das neuer war, aber eigentlich war das nicht so prickelnd, das war ja schlechter, fand ich das. Also es hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Und hier ist alles ein bisschen realistischer. Und die Welt ist um einiges größer, glaube ich. Ja, bei Warzone hat man zwar so eine Safe Zone, wo man nicht schießen oder erschossen oder überhaupt irgendwie verletzt werden kann, aber sobald man einen Schritt rausgemacht hat, wurde man sofort erschossen. Das war auch voll scheiße. Und dann hast du mal eine Pistole oder ein Gewehr gefunden, denkst du, jetzt bringt das mal in die Safe Zone und dann bist du kurz davor und dann rennt dir einer entgegen und der schießt dich, nimmt dir alles weg und rennt wieder in die Safe Zone. Was ich ziemlich scheiße fand. Und dann war da einer, da habe ich gerade meine erste Pistole gefunden, wollte in die Safe Zone und dann kommt mir einer entgegen. Und ja, dachte ich, soll ich ihn erschießen? Dachte ich so, komm, nee, er hat bestimmt nichts. Und irgendwann hat er mich dann erschossen und mir alles weggenommen. Wahrscheinlich in die Safe Zone gebracht. Aber dass da echt welche, ja, die Nerven dazu hatten, dann die ganze Zeit da zu warten, bis du einen Schritt nach draußen gemacht hast. Irgendwann standen da fünf, sechs Mann, die sich gar nicht getraut haben, rauszugehen. Weil die wussten, du wirst sofort erschossen. Naja. Ein bisschen Spaß hat's gemacht, aber es war trotzdem ein bisschen blöd. Und bis man mal einen Zombie getötet hat, da ist auch ewige Zeiten vergangen, ey. Ich habe auch nicht mehr so viel zu trinken. Ich trinke mal ein bisschen hiervon. Wie viel trinkt er denn? 70% nur noch? Na, muss ja wohl reichen, oder? Ja. So, wo war ich? Hier. Ja. Was vielleicht noch interessant ist, ist Rust. Das würde ich auch noch zocken. Also es sieht ganz interessant aus, wo man sich alles selber craften kann. Allerdings ist es irgendwie wahrscheinlich wie in jedem Spiel hier so ein Überlebensding, wo du immer getötet wirst von anderen Spielern. Da überlegt man sich natürlich, soll ich direkt töten oder gucken, ob da was Freundliches bei ist. Naja. Die anderen töten halt lieber, ne? Manchmal schade. Aber wahrscheinlich ist das ihr einziges Ziel, was sie da haben. Sich mal was bauen und dann jagen gehen. Spieler platt machen. Habe ich irgendwas gehört? Das wird wohl eher eine etwas langweiliger Folge. Langsam, sage ich schon. Da ich hier nur am Laufen bin. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Da ist doch schon ein riesiges Schild. Das kann ja nur gut sein. Ja, ist halt ein bisschen schade, dass jetzt alles so grau ist. Keine saftigen Farben mehr. Naja. Wenn ich wieder sterbe, dann hat man wieder saftige Farben. Oder ich probiere auch mal Rust aus. Oder was halt so interessant für mich ist. Schon wieder durstig? Also hier bin ich nur durstig. Ich musste bis jetzt noch nie essen. Komm, trink mal noch einen Schluck. Ich frage mich, wie man das. Wie heißt das? Das Bajonett.
wie man das benutzen kann. Weil dann könnte man mit der Waffe so ein bisschen zustechen. Müsste man nicht seine ganze Munition verballern. Falls das überhaupt gut ist. Vielleicht ist es auch scheiße. So wie die Schaufel. Die Axt war bis jetzt am besten. Was ist das? Ich erkenne gar nichts. Ist das ein Häuschen? Gibt es hier eigentlich auch so einen riesigen Militärplatz oder sowas? Wo man vielleicht ein paar coole Sachen findet. Eine M4 wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, da hinten war eine. Ich konnte sie nicht nehmen und wenn, dann hätte ich sowieso keine Munition gehabt. Hätte mir eigentlich nichts gebracht. Bleib ich lieber bei dieser Waffe. Das ist nur ein Häuschen. Schienen sind immer noch da. Karte könnte man sich auch im Internet angucken. Wenn man ungefähr weiß, wo man ist. Was ich jetzt nicht wusste. Aber man könnte natürlich auf die Schilder gucken, wo man sich gerade befindet. Wenn man welche sieht. Aber ich habe jetzt keine Karte offen. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus. Oh, was ist das? Dass ich irgendwas Spannendes finde, wenn ich hier einfach weitergehe. Ja, ist das sowas wie ein Hafen? Was ist das? Achso, das ist nur so ein Steg, ne? Ja, oh, ich glaube, ich war hier schon mal. Kann das sein? Ja. Naja, viele werden wahrscheinlich wissen, wo ich gerade bin. Auf jeden Fall ist hier die Tür offen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal jemand durchgelaufen. Ich erkenne gar nichts. Das ist echt mies, was er gemacht hat. Aber er muss mich ja auch sofort gesehen haben, ne? Als er hochgeklettert ist, hätte ich mal lieber geschossen. Direkt auf dem Dach. Dann hätte ich jetzt noch schöne Farben. Und nicht so ein... Ja, naja, ist ja auch egal. Ist halt passiert. Das ist Daisy. Ja, ist doch schon ein langer Weg hier. Ja. Schauen wir einfach mal, was so passiert. Die ganzen Spieler sind bestimmt auf diesen Militärplätzen, Flugplätze und. Da findest du bestimmt die besten Sachen. Na okay, was hat bessere Waffen? Also Sachen. Ich weiß ja nicht, was es noch gibt. Bis jetzt habe ich nur diese Waffe gesehen und eine M4. Die Pistole, den Revolver. Ich glaube, Schrotflinte gibt es noch gar nicht. Soll ja auch keine Superwaffen geben. Ich glaube, so militärmäßig. Ich glaube, es ist nur so. Ja, was ich gelesen habe, sollen typische amerikanische Waffen sein. Was das jetzt alles heißen soll, keine Ahnung. Warum ich jetzt auf einmal nur noch gehe, das weiß ich auch nicht. Oh, ich bin hungrig. Was ist das? Habe ich... Nee. Ist da was? Was ist das denn? Alkohol? Nee, lass mal. Irgendeine Tinktur. Bestimmt auch zum Desinfizieren oder sowas. Schon wieder so ein Helm. Das wird dann wohl wieder der Ausgang sein. Ab ins nächste Gebäude. Damit man wenigstens ein bisschen was sieht. Ich glaube, da kann ich nicht rein. Hier ist natürlich eine dicke Mauer. Aber da ist ein größeres Haus. Ja, vielleicht sind wir jetzt in einer etwas größeren Stadt wieder. Natürlich nicht schlecht. Jungs. Naja, ist auch egal.
Was ist das? Die Rohrzange, ein Rucksack. Ist der größer? Ne, ich glaube, der ist genauso groß. Ja, einen riesen Rucksack habe ich ja nicht mehr. Boah, hat aber ordentlich Platz gehabt, ey. Na, durchsuchen wir mal ein bisschen was, wa? Komm ich hier rein? Oh oh. Ich glaube nicht. Zumindest nicht durch die Tür. Aber hier wahrscheinlich. Zack. Noch ein Rucksack. Ich frage mich, warum ich jetzt nur noch gehe. Oh, was haben wir denn da? Nochmal die Waffe. Ja, brauche ich ja jetzt nicht, ne? Oder ist meine kaputt? Ne. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Munition. Was haben wir denn da? Mütze. Jetzt bin ich durstig und hungrig. Dann essen wir doch mal was. Ein paar Bohnen. Was? Hat er jetzt gegessen? Hä? Eat. Also ich bin immer ziemlich schnell durstig. Komm, ess noch ein bisschen was. Das hat sogar Durstigkeit weggemacht. Okay, also merken, Bohnen sind schon mal ganz gut. Da ist wieder so ein Gasding. Was haben wir da? Bisschen Thunfisch. Oder Sardinen, ja, kein Thunfisch, Sardinen. Entschuldigung. Entschuldigung. Und wieder raus. I'm feeling hungry. Ich habe ja nun gerade erst gegessen. Das ist doch nichts Großes hier. Was ist das? Gehen wir einfach mal weiter. Hier ist noch ein großes Haus. Tür offen. Scheiße. Da ist ein Spieler. Friendly! Arschloch. Was für ein Sackgesicht, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Na gut. Dann war's das fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.